Da sind wir wieder, die Kunst des Mordens, und wir waren ja hier im Dunkeln gewesen. Sicherungskasten, ne? Jetzt gucke ich mal hier, was Phase ist. Das ist ja Vielleicht uralt. Dies erklärt, warum es nicht richtig funktioniert. können wir ja was machen, oder? Ich weiß nicht. Wupp, und jetzt? Weiß man nicht, wa? Zock, zock, zock. Und hell geworden? Oh, hier hinten ist hell geworden. Na, da können wir doch schon mal bis hinter gehen, oder? Oder muss man hier etappenweise was einschalten, oder wie? Zack, 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 zack. Oh, ne, da muss ich den Pförtner halt bitten nach Lichtmadel. Da kannst du auch so. Und dann kannst du schon mal gucken hier. Die gucke, die guck. Die guck doch mal hier. Hast du doch schon was im Koffer? Koffer? Sieht aus wie ein Koffer für Messgeräte. Sie ist aber schwer. Sie ist sicher nicht leer. Hat sie mitgenommen? Ja, hat sie mitgenommen. Guck mal rein, Lunse. Ein typischer Koffer zum Transport von Waffen, optischen oder elektronischen Geräten. Er ist nicht verschlossen. Mal schauen, was drin ist. Okay, was haben wir denn drin? Ach so. Es ist ein Röntgenscanner. Sehr nützliches Gerät. Habe ich auf der Schulung gesehen. Okay, ein Röntgenscanner. Sehr schön. So, dann gucken wir mal weiter hier, was wir noch zu finden haben. Hier ist irgendwas. Schlauchboot. Jawohl. Sowas wie ein Stück Gummi, zusammengerollt wie meine Katze. Vielleicht kann ich es gebrauchen, obwohl ich nicht weiß, wozu. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, wozu. Ach, hat sie ja gut. Hat sie mitgenommen. Alles klärsche. So, warte mal, da hinten ist dunkel. Dann gehen wir mal. Da ist nichts hier. Nur dahinter hier. Dieser Ort ist sicherlich nur einer von vielen Stopps dieser Ausstellungsstücke auf ihrer Reise um die Welt. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir noch ein Lämpchen, ein Plakat haben wir hier zur Auswahl. Collecting Corisotides. Corisotides. Exemplore, Insis. Keine Ahnung, 23. Februar, 5. April. Sieht irgendwie. Ja. Ist dieses Plakat schon ein Denkmal? Mysteriös aus. Was sagt sie zu dem Schrank? Ach, sagt sie gar nichts. Gar nichts. Ja, dann. Da wird. Gucken wir mal hier in den Truhen. Ah, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht rein, weil die zu sind, war, nehme ich an. Verschlossene Truhe. Sehr schwer und verdächtig. Siehst du? Diese Truhe ist zu schwer für mich. Ich kann sie weder anheben noch verschieben. Okay, und was haben wir hier? Ist dann noch was hier? Guck mal, was haben wir hier, Mädel? Ich wusste nicht, dass eine Vase aus 100 solcher Scherben besteht. Kann schon aus vielen Scherben sein, so eine Vase, ne? Ich denke mal, wir nehmen mal das Röntgengerät, hältst es mal hier an diesem Ding daran. Hier gibt Oh. es keine Messer. Ist ja cool, wa? Ausschaltknopf. Jawohl. Gibt es keine Messer. Und jetzt können wir hier noch irgendwo anders auch scannen, ne? Ah, im Und wenn ich Schrank. es noch mal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Warte mal. Ja, genau. Gehen wir erstmal hin. Und dann tun wir hier im Schrank. Warum funktioniert das nicht? Ah, gute Frage. Wie oft kann man das versuchen? So. Nehmen wir es aufbrechen? Das war eine dumme Idee. Okay, also das geht nicht auf. Jo, da haben wir doch eigentlich hier hinten eigentlich alles geschaut, oder was? Also mehr wüsste ich jetzt hier nicht zum Schauen. Oder was ist jetzt hier noch Spalt zwischen den Kisten? Was haben wir denn da? Ich kann einen Spalt zwischen den Ton sehen. Ja, und jetzt? Warum funktioniert das nicht? Na, ist halt ein Spalt, ist. Okay, naja, mehr ist ja hier gar nicht, wa? Da können wir dann, das Plakat haben wir, das haben wir, können wir da raus hier. Jawohl, Attacke.
Also ich meine jetzt, mein Kater hat gerade seine die Maus geschnappt. Was haben wir hier noch? Platz für den Cover. Ja, wir können ja gerne den Cover wieder ablegen, ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und wenn man das anders machen würde? Wie anders? Nö, ach so. Nee, dann nehme ich das Röntgengerät jetzt mit. Nee, also das nehme ich jetzt mit. Okay, nochmal ist beleuchtet. Können wir da hochgehen? Oder ist ja noch irgendwas? Zack, zack, zack. Nö, man ist hier nicht schnell. Das passt es schon. Gehen wir da hoch und dann labern wir dann diesen Kunden hier nochmal. Ich weiß nicht, was Sie Ihnen erzählt haben, aber ich habe nichts damit zu tun. Na dann ist ja gut. So, okay, dann können wir ja mal, können wir ja eigentlich wieder, rausgehen, oder? Macht sie das jetzt? Wozu habe ich denn Benzin verbraucht und Reifen platt gefahren, wenn ich hier sowieso nichts Neues herausbekomme? Ach Gott, Charlotte. Warum funktioniert das nicht? Das ist jetzt eine Frage, gell? Diese Sachen passen nicht zueinander. Nein, das war keine gute Idee. Oh. Nur ohne dumme Ideen. Macht man jetzt hier mit? Hä? Komm, gut. Wollen wir das dem Ding zeigen hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oh, oh. Ausstellungsraum. Daraus wird nichts. Ach, ich weiß, wo ich es noch scannen könnte. Ja, genau. An diesem Koffer hier rechts. Wollen wir mal rein, hier rechts rein. Ach nee, hier wollte ich eigentlich nicht scannen. Ich wollte jetzt eigentlich woanders scannen. War das hier hüben? Na? Da war das da drüben. Und zwar hier unten an diesem Koffer. Was würde Nick an meiner Stelle tun? Ja, ist gut. Leg das mal weg hier, geh mal dahin hier. So, dann scannst du mal das Teil hier. Daraus wird nichts. Was soll ich damit tun? Na, scannen, Bartel. Was soll ich damit tun? Oh, nein, okay. Macht sie wieder nichts, die Lady. Was soll ich noch machen hier? Karten haben wir egal. Oder hier, oder da. Wollt ihr eine Figur? Vielleicht kann man die scannen. Oder? Da geht nichts zu machen, wa? Nee. Kannst du nichts scannen hier. Du kannst dir nichts scannen hier. Auch nichts mehr hier. Okay, naja. Oder hier, diese Figuren hier gehen auch nicht. Oder hier, dieser Zipfel hier. Wupp. Was macht's denn jetzt? Macht sie jetzt was? Ja, glaube ich nicht. Bitte nicht schießen. Ich habe Frau und Kinder. Okay. Danke, aber ich bin an einem solchen Ausflug nicht interessiert. Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Alter, nein. Was möchten Sie mir sagen? Soll ich einpacken? Das will ich von meinem Chef persönlich hören. Dann in der? Nein, das war keine gute Idee. Oh, nee. Oder wir müssen hier mal, den Nick anrufen, ha? Besetzt. Die Hut. Den hier mal. Der Chef von mir ist es, glaube ich, gell? Ich sage mal. Überall besetzt hier. Das geht ja gar nicht. Röntgenscanner. Soll ich die jetzt wieder reinpacken, das Röntgengerät, oder was? Müsste aber mitnehmen. Platz für den Koffer. Ist auch nichts mehr hier, wa? Hm.
Vielleicht kann ich mir das Lauchboot aufpusten. Geht es? Anwendung. Nein, das war keine gute Idee. Wir haben noch einen Spalt. Kurz mal aufpusten und dann gehst du den Spalt, dann kriegst du auf oder so. Ich glaube, das machst du nicht, wa? Oder? Ideales Versteck für ein zusammengerolltes Schlauchboot. Ach ja, okay. Ich will das auch mitnehmen. Hineinlegen, herausnehmen. Es ist schwer, darin einen Sinn zu erkennen, nicht wahr? Hey, du. Nerv mich nicht, gell, mit deinen Gelaber. Hier gibt es keine Messer. Nee, aber hier sind irgendwie die Pillen drin, oder was? Ist hier Phase. Ha? Uff. Ach, ich weiß, Lignei. Und dann scannst du es, bist du was? Versteck für ein zusammengerolltes Schlauchboot. Vielleicht haben wir ja dann, Weiß ich jetzt nicht, wir können ja mal gucken, wa? Was anderes sehen noch? Hier gibt es keine Messer. Nee, kannst ja nicht durchgucken hier. Sieht man nichts durch. Naja, dann nehmen sie mit das Schlauchboot. Hineinlegen, herausnehmen. Es ist schwer, darin einen Sinn zu erkennen, nicht wahr? Hat sie recht. Schwer, da einen Sinn zu finden. Aber was will man machen, gell? Ich mein, ist nun halt so, ne? Ja. Warte mal, ich will mal gucken, vielleicht habe ich irgendwelche Informationen oder Notizen oder was weiß ich. Oder hier Notebook. Warte mal, das machen wir zu. Ja, sowas. Ich hole mir die Ruder an. Komm, ich auch, wenn du mit Leuten anrufen willst, ist es überall besetzt. Das geht ja gar nicht, oder? Ich meine, das ist ja Oliver, wa? So, das Ding da haben wir angeguckt. Dieses Plakat. Gucken wir uns nochmal an. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen... Nur ohne dumme Ideen. Okay. Nein, das war keine gute Idee. Okay. Keine gute Idee. Auf Krieg ist ja eh nicht hier mit diesem Schrank hier. Und wenn man das anders machen würde? Daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Okay. Nein, das war keine gute Idee. Okay, und hier? Wie oft kann man das versuchen? Ja, bis man dann die Schnauze voll hat auf Deutsch, ne? Ja, hier wüsste ich nicht mehr, was es noch geben sollte, weil, finde ich jetzt wirklich nichts mehr. Ich lasse das Licht halt an, okay. Ist jetzt halt so. Komm, lauf, Schnucki, lauf, 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 lauf. Hat er was erzählen? Ich weiß nicht, was sie Ihnen erzählt haben, aber ich habe nichts damit zu tun. Okay, er hat nichts damit zu tun. Naja, okay, da kann man nichts machen, wa? Dann müssen wir nochmal hier lang gehen. Gehen tut's ja auch noch nicht. Mal gucken hier, ey. Was können wir denn da noch tun hier? Ich nehme mich jetzt auch nicht so recht hier. Schief. Und irgendwie hier geht ja nicht, ne? Nur ohne dumme Ideen. Nur ohne dumme Ideen, jawohl. Da gehen wir doch hier rein. Ach, vielleicht kommen wir hier irgendwie mit diesen Vasen weiter. Was soll ich damit tun? Auch nicht okay. Das ist keine gute Idee. Nee. Nur ohne dumme Ideen. Auch nicht. Warum funktioniert das nicht? Naja, ich denke schon, dass das halt... Nur ohne dumme Ideen. Das macht sie nichts mehr, die Lady, ja Mensch. So bescheuert. Die Vasen
Ich könnte auch die Vase mitnehmen hier. Die sieht schön aus, finde ich. Die Vasen sind schwerer, als ich dachte. Da kommt Feuerlöscher aus Sascha einstecken, ne? Hüpse. Zack. Und noch mal einmal bitte die Erde mitnehmen. Ein Sack mit Gartenerde. Ich weiß nicht, was es sonst hinhaben soll hier, aber... Keine Ahnung, ey. Weil wenn ich jetzt wieder rausgehe, geht's hier doch nicht, weil sie die Vase mit hat. Glaube ich mal so. Hm, das wäre unklug. Wisst ihr? Da tun wir die Vase halt doch wieder hinstellen, ne? Bin ich der Meinung. Stellen wir es halt wieder hin. Mit voller Erde. Das ist keine gute Idee. Das war eine dumme Idee. Nein, das war keine gute Idee. Okay. Falsche Kombination. So, jawohl. Blöd jetzt hier. Das war eine dumme Idee. Was soll ich noch machen hier? Hä? Ich kann also mit Erde hier belegen. Das geht doch nicht. Ich hatte nicht fort, die Nudel. Vitrine. Kann man da nochmal scannen hier? Nein, das geht nicht. Das ist ja was Blöds, aber auch. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Dann, ja. Ach, warte mal. Vielleicht können wir ja... Ach nee, da kommen wir gerade her. Vielleicht können wir ja unter das Teil da hier hinten die Erde legen oder sonstiges, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, hier irgendwie diese Erde... Warum funktioniert das nicht? Nee, das nützt nichts. Und wenn man das anders machen würde? Anders, okay. Nein, das war keine gute Idee. Die Vase nimmt sie ja nicht mit. Nur ohne dumme Ideen. Das anders machen würde. Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Nur ohne dumme Ideen. Ein bisschen anders. Wie oft kann man das versuchen? Nein, das war keine gute Idee. Oh nein. Was soll ich damit tun? Anklotz, Mensch. Ist wohl nichts mehr, wa? Kann man nichts mehr tun hier, ne? Das war eine dumme Idee. Ich weiß schon. Das ist keine gute Idee. Es war irgendwas nur hier, nur ohne dumme Ideen. Warum kann ich denn das hier nicht angucken? Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Hä? Mit Feuerlöscher? Wie? Mit dem Feuerlöscher anders versuchen? Weiß es nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, also viel haben wir ja nicht mehr geschafft hier. Das ist jetzt blöd aus, komme ich auch nicht mehr, ist ja wohl aber wahr. Was soll ich hier noch finden, ich meine? Was soll ich hier noch finden? Ich will eine Feuerlöscher haben, oder sag, stellen Sie da hin, oder irgendwas? Was denken Sie sich? Bringen Sie sofort den Feuerlöscher zurück! Okay, das machen wir. Ich wüsste nicht, was ich einen Feuerlöscher jetzt hier bräuchte. Ich stelle den jetzt einfach hier irgendwo hin. Und dann, ja, war der jetzt, hier hinten war der ja, halt, da hinten war der ja gestanden. Komm mal auf ihn schneller, Hobby. Und dann tue ich das jetzt hier einfach wieder hinstellen. Geht das jetzt noch, oder was? Das ist keine gute Idee. Kann ich gar nicht mitnehmen, oder was? Jetzt hinstellen? Das brauche ich jetzt nicht. Und wenn man das anders machen würde?
Oh, wie stelle ich jetzt diesen Feuerlöscher hin? Da war doch hier irgendwo auch gestanden vorhin der Feuerlöscher. Ich kann den Feuerlöscher nicht abstellen. Wenn ich raushaue, geht denn das? Das geht nicht mehr. Keine Ahnung hier. Mach ich mir den Feuerlöscher hier. Krieg den nicht mehr weg. Nur ohne dumme Ideen. Ja, komm. Ich sag, da haben sie Feuerlöscher abgelegt? Ich weiß nicht, was sie Ihnen erzählen. Mir hat nichts erzählen. So, okay, dann holen wir mal. Er sieht tatsächlich denen aus unserer Sammlung ähnlich. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, also. Viel hat sie nicht zu erzählen, die Gute. Dann stecke ich das wieder hier rein. Und, Er ist nicht verschlossen. Mal schauen, was drin ist. Ja, komm, das wissen wir ja, was drin ist. Es ist ein Röntgenscanner. Sehr nützliches Gerät. Habe ich auf der Schulung gesehen. Ach gut, was macht sie denn jetzt? Geht sie jetzt oder geht sie nicht? Wozu habe ich denn Benzin verbraucht und Reifen platt gefahren, wenn ich hier sowieso nichts Neues herausbekomme? Also irgendwas ist hier auf alle Fälle noch, aber das werden wir das nächste Mal erkunden und dann sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Leute, was war denn jetzt eigentlich? Hier, Moment, ich bin gleich weg. Achso, nee, das war ja unten bloß so ein bisschen Hand unten gekommen wahrscheinlich, wa? Oder irgendwie, oder? Ja gut, okay, dann also, tschüss.